Hallo, ich bin der René. In diesem Video geht es darum, wie ich mit Guppy ein eigenes Layout erstelle, was ich alles machen kann und wie das geht, zeige ich euch am besten auf dem Laptop. Ich habe im letzten Video zwei OBS-Quellen, Layer angelegt in meinem OBS, die alle unterschiedliche Layouts haben, oder beide haben unterschiedliche Layouts. Ich kann immer noch mal einen einblenden. Ihr seht, hier ist ein Layout. Ich habe die jetzt bloß klein skaliert. Hier oben ist Default-Layout, hier unten ist ein etwas angepasstes Layout. Und wie wir jetzt eins davon selber mal ein bisschen designen, das zeige ich euch jetzt. Dazu gehe ich hier oben auf Einblendungen und lege mir als erstes einfach ein Layout an. Ich möchte jetzt nicht das Default-Layout ändern. Ich sage mal Renés Test 1. So, dann wähle ich mir hier oben das Layout aus. René Test 1. Halt, als erstes lege ich mir eine Ausgabe an und sage ich lege mir einen neuen an und sage, der soll René Test 1 sein, Full HD. Okay, kriege ich eine neue URL, kopiere mir die und lege die mir hier übers Löschen mein Default Layout raus und lege das René Test Layout rein. Dann lädt er das hier neu. Um das ein bisschen besser zu sehen, mache ich den mal ein bisschen kleiner, den mal ein bisschen größer hier. Im Original solltet ihr natürlich den auf Full Size in eurem Videoframe haben, damit das alles genau passt. Und dann gehe ich auf Einblendung, wähle mir hier eine Einblendung aus. Welche Einblendung welchen Namen hat, findet ihr alles auf der Webseite von Guppy. Zum Beispiel den wir hier oben haben, der ist Game Clock Mini. Dann seht ihr hier oben die ganzen Elemente, die verfügbar sind. Also hier auf der linken Seite. Zum Beispiel das... ich muss das jetzt ein bisschen größer machen. So sieht man das besser. Zum Beispiel das Sponsor-Logo. Wenn ich das auswähle, wird das, also das ist eigentlich immer hier, da wird das hier so grünlich. Dann bekomme ich einen Anfasser und kann das hier verschieben, wie ich das möchte, an irgendwelche Stellen. Kann das größer ziehen, kleiner ziehen, irgendwo hin. Ich mache das mal jetzt einfach und speichere das. Verkehrt, ich muss natürlich das René auswählen. Hab das falsche Layout gehabt, das Default-Layout kann man natürlich nicht ändern. So. Und speichere das. Dann ist mein Sponsor-Logo hier in der Mitte. Und er übernimmt das sofort im OBS. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann seht ihr das sofort auch. Ist immer ein bisschen schlecht jetzt mit dem Platz auf dem kleinen Bildschirm hier. Wir nehmen die Teamfarben. Team Color des Home Teams ist hier oben, ziehe ich mir mal größer, möchte ich jetzt hier unten drunter haben, so etwas größer. Zu diesem Editorfenster kommen wir gleich, zu den Einstellungen. Dann nehme ich das Gäste-Team Farben auch gleich mal in die Hand und hänge das hier so ein bisschen daneben, hänge das auf die Seite. Speichere das und passt bitte auf, im OBS wird das sofort aktualisiert und ihr seht euer Layout, wie sich das verändert hat. So, jetzt könnt ihr alle möglichen Layer hier editieren. Zum Beispiel
Home Team Score, das ist sozusagen die Torzahl. Die können wir jetzt mal hier daneben machen, aus lauter Spaß. Dann habt ihr immer so ein Eigenschaftenfenster. Dort könnt ihr bestimmen, die Textausrichtung, rechts, links, Mitte. Ich mache das jetzt mal mittig. Oben, unten, Mitte. Die Schriftgröße. In dem Fall mache ich jetzt mal ein bisschen größer hier auf 8. Welcher Schriftstil ist. Ich mache mal hier so was Lustiges. Welche Farbe das haben soll oder welche Farbe das die Schrift haben soll. Ich mache es jetzt mal schön lila. Und speichere das mal. Und dann seht ihr hier, dass die 0 da ist. Anstatt hier oben, die ist jetzt hier weg. Und die ist jetzt hier unten hingewandert. Jetzt wähle ich mir den Layer nochmal aus. Home Team Score. Wo ist er? Genau. Jetzt kann ich zum Beispiel alles Mögliche, jetzt sagen wir mal Guest Team Score, den ziehe ich jetzt auch mal darunter, damit das so ein bisschen gleich ist. Mache auch mittig alles. 9%. Nehme hier mal einen anderen Schriftsatz und lasse schwarz. Speichere das und ihr seht, 0:0 wird jetzt hier angezeigt. Natürlich solltet ihr bei solchen Sachen immer den gleichen Schriftsatz, die gleiche Farbe und so weiter nehmen. Dann gibt es natürlich noch ein Hintergrundbild. Ich mache das jetzt mal kurz größer hier. Dieses Hintergrundbild ist genau das, die Grafik, die dahinter liegt. Ihr könnt dort GIF-animierte Grafiken hochladen. Wenn ihr jetzt so kleine Spielereien drin haben wollt, ein drehender Fußball oder sowas. Dann könnt ihr hier im Eigenschaftenfenster auf Upload Image klicken und irgendein Bild hochladen. Das könnt ihr dann hier nehmen, ich sag mal skalieren. Und positionieren, wo ihr es gerne hättet. Sagen wir mal, ich will das in der Mitte haben insgesamt. Ich würde euch empfehlen, immer die, wenn ihr Photoshop diese Grafiken malt oder designen lasst, macht das immer auf 4K oder auf UHD und ladet immer die UHD-Grafiken hoch. Es wird automatisch runterskaliert in der Ausgabe, hat aber allerdings den Vorteil, wenn ihr irgendwann mal auf 4K umspringt, irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht, also momentan glaube ich, dass das noch nicht so wichtig ist, dann habt ihr das schon vorbereitet. Also positioniere ich das jetzt mal hier in die Mitte. Wähle mir jetzt mein Home Team Score, mein Gast Score, positioniere den hier. Sage Schriftgröße 3% von 4K, Areal schwarz, mein Home-Team auf die andere Seite. Ja, links bin ich, rechts bin ich, halt. Was hatte ich, 3% glaube ich, Areal, nochmal, 3% Areal. Den links bin ich. Farbe ist natürlich schwarz hier. Sinnvoll. Ja. So, dann den Hintergrund. Der ist ein bisschen zu weit links. Die Striche, die hier im Hintergrund sind, die helfen euch prima. Ach Gott. Die helfen euch prima, die Sachen zu positionieren. Das Rote ist eigentlich der Bereich, den man nicht benutzen sollte. Falls mal ein Fernseher nicht ganz am Rand ist, das ist sozusagen der Sicherheitsabstand. Im Grauen seid ihr auf jeden Fall sicher. Die Dicken in der Mitte sind natürlich die Mitte und die anderen die Drittel für den goldenen Schnitt, wer das braucht. So, also Home Team, Guest Team habe ich gemacht. Jetzt die Farben. Guest Team Color haue ich jetzt mal hier drüber, weil man das. Will die ein bisschen größer haben oder ich will die vielleicht gar nicht haben, kann man auch mal machen. Dann deaktiviere ich die einfach, schiebe die hier irgendwo hin, wo sie nicht mir im Weg liegen.
Ihr seht dann auch, dass sie so ein bisschen ausgegraut werden und so ein Zeichen bekommen. Und ich möchte aber das Team-Logo haben. Home-Team-Logo, aktiviere das und knallen wir das genau hier hin. Mach das ein bisschen größer und sage, rechts bin ich und von der Höhe in der Mitte. Das Gast-Team-Logo, genau andersrum. Links bin ich, an die Seite. So, dann den Text. Da habe ich den Home-Team-Namen. Wo ist er? Home-Team-Name, da ist er. Den positioniere ich auf Maximum Größe. Und sage, rechts bin ich, mittig und anders das Gastteam genauso. Ja, links bin ich, hat ein bisschen Platz vielleicht, mittig. Achso, und etwas größere Schrift nehme ich natürlich hier. Na, 5% ist vielleicht zu viel, 4%. Na, 3% und den anderen auch noch auf 3% setzen. Die Farbe ist hier weiß. Und den Separator-Text, was so auf Deutsch der Doppelpunkt jetzt ist, der muss hier auch drin sein. Separator-Text hier. Das ist einfach nur der Doppelpunkt. Den deaktiviere ich mal, den habe ich in meiner Grafik ja drin. Oder habe ich nicht? Ne, ich habe nichts in der Grafik drin, aber das deaktiviere ich trotzdem mal jetzt. Nicht so wichtig. Speichere das und schaue mir das an. Okay. Team Logo A, Team Logo B. Mein Sponsor habe ich auch hochgeladen. Dafür gibt es auch ein Video, wie man den hochladen kann. Oder auch einstellen kann pro Spiel. Ich gehe nochmal in mein Mini Anzeige. Ich will den gar nicht haben hier, den Sponsor, deswegen deaktiviere ich den einfach mal. Oder besser gesagt, ich knall mir den hier oben in die Ecke. Mache ihn links, bin ich. Und damit er nicht so auffällt, stelle ich mal die Transparenz auf 60%. Und dann ist hier oben in der Ecke mein Sponsor-Logo. Jetzt muss ich die ein bisschen ausrichten, die ihr seht, die sind ein bisschen von der Höhe unterschiedlich. Das mache ich mal noch gerade schnell, damit das so ordentlich ist. Das ist der Score. Ja, desto größer euer Bildschirm ist, desto besser könnt ihr das natürlich positionieren. Das Feld passt sich immer an, also von der Größe, es nimmt immer den Maximum eures Browserfensters ein. So, ich speichere das mal. Ja, sieht besser aus. Kann man sich natürlich noch im Detail ein bisschen verfummeln. Das will ich euch aber jetzt alles hier nicht antun. Genau, dann kann ich jetzt wieder auf On Air klicken. Halt ein bisschen kleiner nochmal. Und ihr seht hier unten noch meine andere Browser-Source mit dem anderen Layout, mit dem zweiten Layout. Und wenn ich jetzt hier ein- und ausblende, dann wird jetzt alles ein- und ausgeblendet. Und er zeigt mir das Layout an, was ich möchte. Also, natürlich. Das kann ich hier mit jedem möglichen Layout machen oder mit jedem möglichen Layer, zum Beispiel die gelben Karten. Manchmal sind Sachen schon deaktiviert von vornherein im Default Layout. Die könnt ihr natürlich einfach aktivieren und benutzen. Wie zum Beispiel hier das Team-Logo bei der gelben Karte. Da zeigt er halt einfach das Team-Logo mit in der Einblendung an. Oh.
Und hier oben kann ich natürlich jetzt auch umstellen auf Renitest und sehe das dann hier, wie meine Einblendung ist. Die Einblendung mit dem grauen Balken, dass hier die Guppy in der Free-Version benutzt wird und das kleine Guppy-Logo oben in der Ecke, fällt natürlich sofort weg, sobald ihr die Pro-Version abonniert. Wie ihr das macht, kommt auch in einem kleinen Video, findet ihr alles in diesem YouTube-Kanal.